Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Es ist mal wieder soweit, wir haben Omnibus-Time und was kann ich noch sagen als bei der Macht von Grayskull, ich habe endlich den zweiten Omnibus gelesen und werde euch erzählen, wie der mir gefallen hat und im Detail mal darauf eingehen. Und ja, das Ganze passiert wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! So, einmal Nummer 1 und einmal Nummer 2. He-Man und die Masters of the Universe in der, ja, wie Panini sie bezeichnet, Deluxe Edition. Ich sage Omnibusse dazu. Und ich habe euch schon mal den ersten Band vor geraumer Zeit schon mal vorgestellt im Detail und habe jetzt endlich mal vor ja, knapp einer Woche den zweiten auch durchgelesen. Der kam ja einige Monate später, ich glaube irgendwie im August letzten Jahres 2022, und ich habe mir mit dem Band einfach irgendwie Zeit gelassen. Er lag dann da, ich hatte genug andere Sachen zum Lesen, und bei so einem Omnibus ist es ja auch einfach so, man muss dafür Zeit haben. Ne? Man kann natürlich so ein Ding auch in Abschnitten lesen, habe ich hier auch bei dem zweiten gemacht. Beim ersten hatte ich ein bisschen besseren Flow. Das liegt aber auch an ein, zwei Gegebenheiten, die wir hier in diesem zweiten Omnibus vorfinden. Und da gehe ich auch gleich im Detail einmal für euch drauf ein. Ja, wir haben zwei sehr, sehr dicke Schinken hier am Start. Band 1 ist wesentlich dicker noch als der zweite. Ich weiß jetzt nicht, wenn man die hier so nebeneinander hält, ob man das sehen kann. Aber der fällt um einiges wirklich dicker aus. Ja, ich kann die auch noch mal drehen hier. Dann sieht man das auch. Jetzt haben wir Band 1 hier, Band 2 da. Und im US-Original sind das hier nicht zwei Bände, sondern einer. Ja, also der US-Omnibus hat fast 1500 Seiten. Ich habe auch mal für euch recherchiert, der liegt jetzt gerade aktuell, also für alle, die sagen, hey, ich möchte es nicht auf Deutsch lesen, sondern auf Englisch, der liegt da um die 110 Euro. Ne? Also dann habt ihr wirklich das ganze Ding als ein Band, 1500 Seiten, ist auch wirklich ein mächtiger Prügel dann. Und Panini hat uns das Ganze in zwei Bänden hier auf den Markt gebracht mit einem kleinen Abstand. Und ich gehe heute im Detail mehr auf Band Nummer 2 ein. Hier den stellen wir mal so ein bisschen zur Seite. Und ja, hier haben wir Band Nummer 2 von He-Man und die Masters of the Universe als Deluxe Edition, wie es draufsteht. Mit, wie es sich bei einem Omnibus gehört, mit Dusk Jacket, einem Schutzumschlag, haben wir hier auch bei Band Nummer 1. Ich finde beide so nebeneinander haben ein wirklich sehr, sehr schönes Design. Ne? Einmal hier He-Man im Fokus, hier bei Band 2 dann Skeletor. Fand ich wirklich sehr, sehr cool. Und die haben ja auch dann das Innencover, dieses Workaround-Cover, was da drumherum geht. Und das fand ich bei Band 1 echt klasse. Ja, und bei Band 2 hatte ich so meine Probleme erst. Aber mittlerweile weiß ich auch das Cover mehr zu schätzen, weil ich einfach von diesem Stil, der hier in dem Comic drin vorzufinden ist, auch einfach jetzt mal ein bisschen mehr gesehen habe. Und ja, ich gehe da jetzt gleich auch noch mal im Detail drauf ein. Band Nummer 2 hat 908 Seiten, liegt bei einem Preis von 89 Euro. Und ja, wir gucken mal einfach, wie das Innencover ausschaut. Hier habe ich einmal das die Dusk Jacket für euch im Detail. Ich hoffe, das geht so mit den ganzen Spiegelungen. Hier haben wir einmal die Rückseite, auch mit He-Man drauf. Haben hier im Innenteil auch nochmal Artwork, was auch wirklich sehr, sehr schön aussieht. Einmal hier mit She-Ra und mit Skeletor. Und dann kommt, ich stelle den hier mal davor, kommt das Innencover. Und das fand ich, ich weiß jetzt nicht, wie ihr dazu steht, ich fand es erst auf den ersten Blick ein bisschen gewöhnungsbedürftig und habe
dann gedacht, man klappt das hier so aus, ne? Dann hat man hier einmal dieses komplett Innencover drumherum und es hat mich irgendwie nicht so ganz gehuckt, aber das ist aus einem Comic heraus, der hier, also wir haben hier nicht nur diese normale He-Man-Reihe, die im Band 1 begonnen hat, die wird hier im zweiten Band abgeschlossen und dann ist der Comic zu ungefähr ein Drittel, oder der Omnibus besser gesagt, ist zu einem Drittel beendet. Also hier ist ein Drittel drin, was eigentlich zum ersten Band dazu gehört. Und das beendet dann diese neue He-Man-Story. Und dann finden wir hier drin ganz viele Sonderbände, Crossovers oder auch sogar relativ alte Klassiker, die hier drinnen noch mit reingepackt wurden. Und unter anderem He-Man und die Thundercats. Und das hier ist ein Ausschnitt aus dem Comic. Und ich werde euch gleich mal einzelne Bilder davon zeigen. Und die haben mich dann so überzeugt, dass ich dachte, boah krass, ich finde diesen Stil eigentlich sogar fast noch besser als den gesamten Stil, den wir in dieser Haupt-He-Man-Reihe hatten. Also so viel mal zu den Cover-Sachen. Zuerst fand ich es eher so meh. Und durch den Comic selber, der hier drinnen steckt in diesem Omnibus, fand ich es ziemlich, ziemlich nice dann nachher. Ne? Also ja, sehr, sehr, sehr cool. Ich gehe mal gerade für euch auf den Inhalt hier bei diesem Werk drauf ein. Und zwar ist es so, dass wir hier verschiedenste Schaffenden dran hatten. Dan Abnett, Tim Seeley, Popman, Freddy E. Williams, der Zweite und. Und dieser Omnibus selber, der beinhaltet folgende Titel. He-Man, The Eternity War 1 bis 15. Das ist quasi das, was hier auch noch zum ersten Band mit dazugehört. Dann haben wir He-Man und die Thundercats 1 bis 6, ne, wo sich so ein bisschen das Cover nachorientiert. Als nächstes kommt Injustice vs. Masters of the Universe 1 bis 6. Dann He-Man and the Masters of the Multiverse 1 bis 6. Und zusätzlich noch DC Comics Presents 47, Special Master of the Universe Preview, Master of the Universe 1 bis 3. Ja, das ist so der grobe Inhalt hier aus dem zweiten Omnibus. Und die Hauptserie hier, die hat wirklich ein sehr, sehr gutes Ende gefunden, fand ich. Ein bisschen abrupt, also man hat nachher hier, ich will da gar nicht zu viel drauf eingehen auf den Story-Inhalt, weil das vielleicht dann nämlich auch zu viel spoilern könnte. Ihr wisst natürlich, hey, wir haben Skeletor und Hodrak, ne, und irgendwo auf sowas wird es hinauslaufen, aber man muss dann auch Bündnisse eingehen mit dem einen oder anderen und die Hauptstory hier um diesen Eternity War auch ist extrem düster ausgefallen, nach meiner Meinung, und auch wirklich rough und brutal. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ey, das drückst du mal eben so einen, keine Ahnung, 10, 11, 12-Jährigen vielleicht in die Hand. Das ist, ich fand es recht düster, aber darum auch echt cool. Ne? Das ist He-Man, ist ja so facettenreich und meistens aber auch dann eher so ein bisschen lockerer und hier war es wirklich richtig auf die 12 und sehr, sehr cool. Wie gesagt, das wurde sehr episch aufgebaut und man könnte jetzt auch sagen, weil dieses Ende so abrupt kommt, so ein bisschen aufgeblasen. Also es hält leider nicht ganz so dieses epische Finale so von dem, was dann vorher wirklich so einen immer höheren Anstieg hat, aber letztendlich hat es mir gefallen. Ne? Und dann kommen noch so tolle Titel eben dazu, wie danach dann He-Man und die Thundercats oder auch Injustice versus Master of the Universe. Auch sehr, sehr, sehr cool. Ja, und dann schauen wir einfach mal gerade hier zusammen nochmal so ein bisschen in den Omnibus rein, würde ich sagen. Ne? Ja, da habe ich doch gleich schon eine schöne Seite aufgeschlagen. Ne? Also, na, ich hoffe, das geht hier mit den ganzen Spiegelungen so. Ne? Oder wir stellen ja dann hier hin, gucken mal zusammen rein. Also es gibt wirklich hier einiges an Seiten, die wirklich richtig, richtig cool sind. Splash Pages und insgesamt hat mir der Zeichenstil auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, aus der normalen Hauptreihe, ne? Auch hier wieder, auch mit sehr schönen Cover. Was wir hier zu sehen bekommen.
Also das ist wirklich immer wieder gelungen und für Masters of the Universe Fans auch fast ein Must-Have, denke ich. Also zumindest die Comics werden die meisten schon gelesen haben. Hier ist es auch nochmal, wir haben hier immer am Anfang von einem Issue die Kreativen, die Schaffenden, ne, wer den Comic geschrieben hat, wer ihn gezeichnet hat, koloriert hat und. Finde ich auch sehr, sehr cool. Ist nicht immer in jedem Omnibus so der Fall, aber ich mag das, weil ich dann einfach weiß, hey, okay, der Zeichner, die Zeichnerin oder eben Autorin, Autor haben hier dran gewerkelt. Und gerade das finde ich immer sehr informativ, ne, bei den verschiedenen Issues so. Ja, also wirklich sehr, sehr, sehr cool. Ne? Guckt euch das an. Auch die Farben, ne, die Kolorierung, sehr, sehr gut gelungen. Also da kann man nichts zu sagen. Ich blätter mal gerade in die Thundercats-Story rein. Dann kann ich euch nämlich auch mal das bildlich vorhalten, wo dann die Hauptstory hier drin aufhört. Genau, da hört sie im Grunde genommen auf. So, also das hier. Das hier gehört im Grunde genommen noch zum Omnibus Band 1. Das ist noch so ein Story-Arc, der das Ganze dann, ne, zu so einem finalen Ende führt, zu so einem Ende bringt. Und das ganze andere hier, das sind dann alles Zusatzbände. Ne? Und guckt euch mal hier diese fantastische Splash-Page an. Das ist einfach nur geil. Das ist, ich find's richtig, richtig toll. Und da sind wir dann halt wieder bei dem Innencover, was wir auch hier haben, wo ich erst so der Meinung war, so, aber das hat mich dann sofort überzeugt. Wir steigen hier ein und hier haben wir das dann auch wieder, na, das, was wir hier vorne eben auf dem Cover drauf hatten. Und das sieht so dann wirklich fantastisch aus. Also, Zeichnungen kommen hier nämlich von Freddie E. Williams. Und die Kolorierung von Jeremy Caldwell, das ist einfach stark. Also ich habe nachher irgendwann gedacht, boah, so hätte ich das ganz gerne die ganze Zeit schon vorher gehabt. Ne? Weil es wirkt sehr cartoonig, ja, finde ich, aber sehr detailreich. Also ich finde die Details, die so rausgearbeitet wurden aus diesem schon fast cartoonartigen Stil, das ist eine ganz, ganz interessante Art des Zeichnens. Und hat mich dann total geflasht. Also diesen He-Man und die Thundercats hat richtig Spaß gemacht. Also das war richtig, richtig cool. Klar, ne, Freunde der 80er werden hier auf jeden Fall gut mit bedient. Weil die Thundercats ja ihren Ursprung auch aus den 80ern haben, genauso wie He-Man. Ja, hier auch. Na, guckt euch mal den Skeletor an. Das sieht einfach mega gut aus, oder? Also ich bin wirklich begeistert gewesen von diesem Heft. Also man wird das wahrscheinlich auch als Einzeltrade irgendwo bekommen können. Für alle, die jetzt sagen, na, okay, sieht mega aus, aber ich möchte nicht den Omnibus haben. Also da muss man dann, denke ich mal, einfach nur die Augen irgendwie offen halten. Ja, und hiernach geht es dann eben auf die, quasi He-Man trifft auf DC-Charaktere. Hier haben wir einmal auch ein schönes Bild, ne, so mit Superman und Batman. Das ist dann eben so diese Injustice-Geschichte, dass Superman dann hier auch eher dann der Bösewicht ist, jemand, den man versuchen muss zu bekämpfen, und Skeletor dort dann auch versucht, sich dann Superman einzuverleiben, so ein bisschen, also ihn als Untertan zu halten und zu manipulieren. Weil natürlich ist Superman schon einfach ein krasser Dude. Ne? Wenn man den dann so als Verbündeten hat, wenn nicht sogar vielleicht als Lakai, dann ist das eine sehr, sehr spannende Sache. Ne? Auch hier. Ah, das sieht super aus. Super. Also es hat wirklich auch richtig, richtig Spaß gemacht, diese Sachen zu lesen. Ne? Kann ich nur empfehlen. Denn was hier auch noch drin ist, ist ja dieser Multiverse-Comic.
ja auch ganz interessant gemacht ist dort, ich weiß jetzt nicht, Freunde von den Hörspielreihen oder von der Hörspielreihe von damals. Eine meiner Lieblingsfolgen ist He-Man Anti-Eternia, wo dann auch ein Anti-He-Man auftritt. Und dieser Anti-He-Man wurde hier in diesem Multiverse-Comic wieder drin verarbeitet. Und zwar hat er sich die Aufgabe gemacht, durchs Multiversum zu reisen und alle He-Mans ja zu besiegen, zu töten, deren Schwerter sich zu nehmen und damit quasi so diese ultimative Power zu schaffen, damit man quasi die Macht von den verschiedensten He-Mans fokussiert und dann im Grunde genommen alles beherrschen kann. Und das ist war auch sehr, sehr cool, fand ich. Ne? Auch mit verschiedenen Skeletor-Varianten, wo wir hier sogar eine Variante haben, die gar nicht böse ist, die von Anti-Eternia halt. Und auch da mal einfach eine Skeletor-Variante zu haben, die mit He-Man zusammenkämpft oder mit den verschiedenen He-Mans aus den anderen Multiversen. Sehr, sehr interessant. Ich guck mal jetzt auch noch, ob ich hier gerade ein Bild finde, weil es gibt so coole Varianten einfach hier aus den Dingern raus. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den so schnell finde, weil es der He-Man aus der Klassik-Serie aus den 80ern ist. Dann gibt es neue, die ein bisschen futuristischer sind. Dann gibt es hier so einen cartoonigen. Ich bin mal gespannt, ob ihr das hier gut sehen könnt. Ne? Also hier einmal normal, da in so einer Cartoon-Variante. Hier haben wir dann Anti-He-Man und da ist dann zum Beispiel Skeletor in einer etwas freundlicheren Form. Und ich fand's einfach super. Also, oder guckt es euch hier an. Hier haben wir auch nochmal Anti-He-Man und dann auch diese verschiedensten Stile, die hier eingearbeitet wurden. Wirklich fantastisch. Ganz, ganz toll. Ja. Und abschließend ist hier dann noch drin die ersten Auftritte oder das erste Crossover von He-Man und Superman, das dann irgendwie, ich glaube, 1982 stattgefunden hat. Und hier haben wir so eine Sammlung von verschiedenen Storylines drin, wie He-Man dann auf Eternia rumwerkelt und zusammen mit Superman auf Eternia rumwerkelt und He-Man unterstützt im Kampf gegen Skeletor und auch hier wieder von Skeletor zum Teil missbraucht wird, also so, dass er für ihn gezwungen wird zu arbeiten. Das ist sehr, sehr cool gemacht, auch hier mit so richtig klassischen Comic-Cover-Varianten, sehr, sehr schön. Also ich glaube, dass in diesem Omnibus für jeden was drin steckt, ne? Sowohl die Fortführung aus Band Nummer 1, als auch eben diese verschiedenen Crossover, und das ist super, super interessant gemacht. Also eine absolute Empfehlung. Ich werde euch auch mal gerade kurz hier qualitativ das nochmal gerade zeigen. Also ihr seht, das ist gut verarbeitet. Das Auge hier beim Spine, das tut sich wunderbar auf, arbeitet gut mit, stellt sich wirklich auch schön auf. Ja, ich wackel hier zu viel, ne? Aber gucken wir mal, ja, so kriegen wir es, glaube ich, hin. Ne? Dann könnt ihr das auch gut sehen. Also eine vernünftige Verarbeitung hat hier auch stattgefunden. Und ja, ich muss sagen, dieser Comic hat eine gute Mixtur. Also er ist nicht zu krass textlastig, aber auch nicht so, als ob jetzt hier nur die Bilder irgendwie im Fokus sind die ganze Zeit. Also es ist ein guter Mittelweg, ne? Also jemand, der einfach sich an Zeichnungen begeistern kann und noch gut geschriebene Stories haben möchte, der wird hier auf jeden Fall Freund von werden. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon mit meiner Review. Ich möchte mal gerade hier noch die Dust Jacket wieder drum packen. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein. Habt ihr diesen ganzen Run verfolgt? Habt ihr das mitgemacht? Habt ihr die Paperbacks vielleicht einfach nur davon gelesen oder sogar auch den Omnibus? Gerne in die Kommentare reinschreiben, auch allgemein, ob ihr vielleicht He-Man-Fans seid oder nicht. Und ja, wünsche euch vielleicht auch eine Fortsetzung dieser epischen Story, die hier in Band 1 seinen Anfang fand und hier in dem zweiten dann ein Ende.
gerne eure Meinung zu den Comics oder den Omnibussen insgesamt. Ich hoffe, euch hat das Video und die Vorstellung gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder auch ein Abo da. Das würde mich mega freuen. Und ja, dann gucken wir mal, was so als nächster Omnibus mal irgendwann ansteht bei mir. Und schaltet da wieder ein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Comic- und Manga-Lesen. Macht's gut, euer Ingo. Ciao.